Hallo, liebe Fruchtbarkeitsfans, hier ist wieder eure Anne und mir hat eine Frau geschrieben und die möchte gerne wissen, ob sie schwanger geworden ist, weil sie meint, sie hätte mal gelesen, dass wenn man einen harten Muttermund fühlt, was sie gerade gefühlt hat und beobachtet und der auch schlecht erreichbar ist, der Muttermund, dass das ein Hinweis darauf sein kann, dass sie schwanger ist. So. Sie ist aber gerade in der Phase nach dem Eisprung, vermutlich zumindest, weil sie hat die Temperatur jetzt nicht gemessen, deswegen kann man jetzt nicht genau sagen, ob es wirklich nach dem Eisprung war, aber vermutlich war es nach dem Eisprung, hat sie jetzt auch noch zusätzlich sehr, sehr viel Zervixschleim, der körnig und blutig ist, beobachtet. Und fragt sich jetzt, was das wiederum zu bedeuten hat und generell, ob sie denn jetzt schwanger ist, als Hauptfrage. So viel zur Frage. Jetzt versuche ich mich mal an der Antwort. Erstens kann ich dir natürlich absolut nicht sagen, ob du schwanger bist oder nicht. Ja? Rein Ferndiagnose über YouTube ist das jetzt leider nicht möglich in der Form. Wenn du mir jetzt eine Temperaturkurve gezeigt hättest, die erhöht ist, 18 Tage lang nach dem Eisprung, hätte ich dir sagen können, 90% Wahrscheinlichkeit, dass du schwanger bist, oder 99,999%. Aber ohne Temperaturkurve kann ich da gar nichts sagen. Auch das mit dem Muttermund hart und geschlossen, dass der schlecht erreichbar ist und dass das ein Anzeichen einer Schwangerschaft sein soll, bezweifle ich jetzt mal stark. Ich frage mich, wo diese Information herkommt. Würde mich ja mal sehr interessieren. Habe ich noch nie was von gehört. Also allgemein ist natürlich ein harter, geschlossener Muttermund ein Anzeichen dafür, dass du in der zweiten Zyklusphase bist, also nach dem Eisprung. Oder halt noch weit vor dem Eisprung am Zyklusanfang. Ja, in deinem Fall war das jetzt nicht so. Du warst jetzt schon nach dem Eisprung oder halt auf jeden Fall ein bisschen weiter fortgeschritten im Zyklus. Also nehme ich auch mal an, dass es vielleicht nach dem Eisprung sein könnte. Und auch dieser bräunliche, blutige Ausfluss oder Zervixschleim, den du ja bemerkt hast. Ausfluss ist es ja nicht. Ausfluss wäre eher ein krankhafter Ausfluss. Aber dieser Zervixschleim, wenn er so in Richtung blutig, rötlich, bräunlich geht, ist es eher ein Zeichen dafür, dass es eventuell eine Eisprungsblutung sein könnte, ja. Und das wiederum liegt an dem Östrogenspiegel, der auch in jedem Zyklus mal ein bisschen anders sein kann. Das muss nicht immer gleich sein. Also es ist eine natürliche Hormonschwankung, die vorkommen kann, die nichts damit zu tun hat, dass dein Zyklus sich verschiebt oder irgendwas, sondern einfach nur, dass dein Östrogenspiegel schwankt und dementsprechend mehr oder weniger Zervixschleim vorhanden ist und beobachtet werden kann. Ja, also ich vermute mal jetzt, man kann ja eigentlich gar nichts vermuten, ob du jetzt schwanger bist oder nicht. Kommt natürlich darauf an, welchen Sexualverkehr du hattest, wann, an welcher Zyklusphase und wann, ob das überhaupt geklappt hat. Das kann man einfach noch nicht sagen. Dafür ist es dann zu früh, wenn du noch kurz nach dem Eisprung bist. Ist es nämlich so, ab dem Zeitpunkt des Eisprungs bis zum vermeintlich Einsetzen der nächsten Blutung weiß der Körper der Frau selbst noch nicht, ob das geklappt hat mit der Befruchtung. Ja, selbst wenn du jetzt nicht gezielt versuchst, schwanger zu werden, der Körper weiß es da selber noch nicht. Erst nach ungefähr 14 Tagen nach dem Eisprung wartet der Körper in dem Sinne auf eine Art Zurückkopplung und erwartet dann, dass das befruchtete Ei sich eingenistet hat in der Gebärmutter. Und wenn keine Rückkopplung kommt, also dieses HCG-Hormon, das auch im Schwangerschaftstest nachweisbar ist, wenn das nicht kommt, dann weiß der Körper erst, ist keine Befruchtung gewesen und waren vielleicht keine Spermien da oder es hat halt irgendwie nicht geklappt. Und dann kommt die nächste Blutung. Wenn das HCG aber vorhanden ist nach 14 Tagen, dann weiß der Körper erst, jetzt hat es geklappt und dann beginnt auch erst die Schwangerschaft, wenn die befruchtete Eizelle sich in die Gebärmutter eingenistet hat. Also,
kann man jetzt noch gar nichts sagen, einfach abwarten. Jetzt noch mal eine Woche warten vielleicht oder so, oder mal einen Schwangerschaftstest machen. Oder vielleicht ist dann sogar schon die Blutung da. Kann man jetzt wirklich gar nichts zu sagen, leider. Dieses Körnige von dem Zervixschleim, da hatte sich die Frau ein bisschen Sorgen gemacht, kann immer mal vorkommen. Ja, das ist individuell verschieden und auch im Zyklus kann das mal schwanken. Wie gesagt, mit dem Bräunlichen, das hatte ich ja gesagt, kann an einem sehr starken Hormonabfall des Östrogens liegen. Dann kann es zu solchen leichten Schmierblutungen, ähnlichen Zervixschleimbeobachtungen kommen. Ja, zum Muttermund nochmal, also wenn der so schwer erreichbar ist, kann das viele verschiedene Ursachen haben. Ja? Normalerweise ist er schwer erreichbar, wenn es um den Eisprung herum ist. Dann ist er meistens weich und offen und hochstehend schwerer erreichbar. Ja, es gibt aber auch Frauen, da ist er schwerer erreichbar, wenn er hart und geschlossen ist, der Muttermund, weil er dann einfach in die Scheide hineinragt, aber dann in irgendeine andere Richtung, nach oben schräg oder sowas zum Beispiel, dann ist er auch schwer erreichbar. Ja, das ist ein bisschen individuell schwierig zu sagen jetzt mit dem schwer erreichbar. Aber dass es ein Schwangerschaftsanzeichen ist, das wäre mir wirklich total neu. Außer dass natürlich das allgemein in der Phase nach dem Eisprung dieser Muttermund hart und geschlossen ist. Ja, das bleibt natürlich auch in der Schwangerschaft bestehen. Das ist in dem Sinne schon ein Schwangerschaftsanzeichen, aber das reicht nicht alleine aus, um die Schwangerschaft eindeutig festzumachen. Ja, so, das waren jetzt viele Worte und ja, vielleicht viel Theorie, aber wenn ihr das jetzt noch irgendwelche Zwischenfragen habt oder Verständnisfragen zu diesem Video, schreibt es einfach in den Kommentar unten rein. Dann werde ich das nochmal beantworten. Ansonsten, wenn ihr selber noch eine andere Frage habt, schreibt mir einfach eine E-Mail. Ich blende die hier mal nochmal ein. Und dann sehen wir uns in den nächsten Videos. Tschüss, eure Anne. Tschüss.